Hallo, Till auf Tour heute aus Halle an der Saale. Eines der ältesten Wahrzeichen von Halle ist der Zoo, aber nicht das älteste. Das hier ist noch älter, die Halloan Schokoladenwelt. So, die sind echt lecker. Jetzt gucken wir mal an, wie die gemacht werden. Herr Jänicke, ist die Halloan Schokoladenfabrik wirklich die älteste Schokoladenfabrik von Deutschland? Das stimmt. Deswegen haben wir es auch hier oben in unserem Logo drin, seit 1804. Wir finden den richtigen Stil, ich bin mir sicher. Ach, mir steht alles. Wir sehen hier unsere Frozen Shell Pralinenfertigung. Und eisgekühlte Formen werden in dieses Schokoladenbad eingetaucht und setzen dann ganz leckere Pralinentöpfchen drüben auf dem Produktionsband ab. Das ist aber noch nicht die klassische Halloankugel? Das ist nicht die klassische Halloankugel. Das ist eine sehr einzigartige, hochwertige Pralinenproduktion, die wir hier haben. Okay. Das ist eine andere Form von Pralinen. Was kann man da eigentlich alles reintun in die Füllung? Ja, alles, was gut schmeckt, gut zu Schokolade passt und sich über diese Düsen, die man dort sehen kann, sehr gut dosieren lässt. Das heißt, die Töpfchen sind natürlich sehr empfindlich und wenn man eine zu warme Füllung reinmacht, würden sie wieder schmelzen. Also man muss sehr viel beachten, aber die Möglichkeiten sind sehr vielfältig. Herr Jänicke, wie viele Tonnen oder Kilo Schokolade stellen Sie am Tag her? Zwischen 4 und 4,3 Tonnen. Können wir herstellen auf dieser Produktionslinie. Okay. Und was sehen wir jetzt hier gerade? Das sind Pralinentöpfchen, ganz köstliche Schokolade, gefüllt mit einer Vollmilchfüllung. Ich nehme an Nougat, so sieht das aus. Okay. Und man kann hier noch schön lecker jetzt drauf dekorieren. Das war doch eben noch dunkelbraun. Ja, das ist richtig. Jetzt ist eine köstliche zweite helle Nougatschicht draufgekommen. Ah. Und, das macht die Praline einfach am Ende noch ein bisschen feiner. Ah. Ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Ja, ich auch. Wann können wir denn endlich mal kosten? Dafür müssen wir noch ein kleines Stückchen weitergehen. Dann mal los jetzt, schnell, schnell. Obendrauf krokant. Genau so ist es. Und dann ab in den Kühltunnel. In den Kühltunnel, genau so ist es. Warum geht das nicht schneller? Weil Schokolade ein Naturprodukt ist, man muss sehr sorgsam damit umgehen, damit es am Ende auch richtig gut aussieht, okay, muss es langsam runtergekühlt werden. Jeder ah. kennt das, wenn man Schokolade zu Hause in den Kühlschrank tut und zu schnell abkühlt, wird sie grau. Weiß ich nicht, ich esse die immer, aber ich glaube Ihnen das mal. Okay. Das kann kein Roboter machen. Beim Einpacken ist noch Handarbeit gefragt und ein gutes Auge, gleichzeitig nämlich die Qualitätskontrolle. Halle Hauptbahnhof und die Halloan Schokoladenwelt, immer eine Reise wert. Till auf Tour, bis zum nächsten Mal. Tschüss.